Fragt sich nur, ob ich da jetzt einfach so rüberspringen kann, weil... Auch ein Versuch ist ja mal wert. Nein. Da muss ich levitieren, aber man sieht, was ich hier vergessen habe. Nämlich, also nicht was ich vergessen habe, sondern was ich übersehen habe. Nämlich, da war ein Eingang. Und da gehen wir jetzt gleich hin. Wenn du ein Kochrezept gefunden hast, kannst du mit dem richtigen Zutat, mit den richtigen Zutaten an einem Kessel Gerichte kochen. Außerdem auch an einem Herd. Wenn ein Gegner zu stark für dich ist, solltest du zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen. Was? Zu stark? Zu stark gibt es nicht. So. Endlich fertig geladen. Außerdem Eber können nicht zu stark sein. Eber können vielleicht zu viele sein. Keiler meine ich. Keiler können nicht zu stark sein. Keiler können zu viele sein, aber niemals zu stark. Und hier würde ich auch sterben, wenn ich da reingehe und... Da hinten ist die letzte Barriere. Zugang zum letzten Priestergrab. Willkommen. Und da vorne ist gleich eine Stachelfalle, um uns willkommen zu heißen. Hallo, liebe Stachelfalle. Ah, einen habe ich, hätte ich mitgerissen. Verdammt. Das Ding geht wirklich genau in dem Moment auf... wenn ich draufstehe. Also nichts mit in die Nähe stehen, sodass das Ding aufgeht und die Viecher sterben dann dran. Naja. Einen Hebel, den du nicht erreichen kannst, kannst du mit einem Telekinese-Zauberspruch betätigen. Ach nee. Ah. Schon besser. Ich bin halt wirklich gerade ein wenig heißer. Und bin am überlegen, ob ich jetzt diese Aufnahme... die geht jetzt 50 Minuten fast... ob ich hier einfach mal kurz einen Schlussstrich ziehen soll. Naja, den Tempel krieg ich vielleicht auch hin. Ohne gleich hier meine Mandeln rauszukriegen. Dummer Penner. So, Numero. Ach, wo die da so schön stehen und sich gegenseitig im Weg sind. So. War es doch ganz. Hatte der gerade eine Büste dabei? Ich hab's gar nicht gesehen. Wird wohl eine dabei gehabt haben. So. Hier ist noch eine Truhe. Natürlich verschlossen. Was denn auch sonst? Ah, 4 Obsidian, das ist ja auch nett. Hier ist immer noch Kampfmusik. Ist hier irgendwo so ein Viech? Ach, hallo. Ja, dann gucken wir mal hier. Ach, hier ist eine Echsenbüste. Okay. Hier muss ich mit der Telekinese das Ding hier mal ranholen. Ganz klar. Hey, Rätsel sind wirklich. Hier bist du eines Königs. Aber ich habe keine zweite, oder? Nein, habe ich nicht. Dann muss ich mal hier schauen. Hier komme ich ja nicht durch. Und hier würde ich sterben. Dann muss ich mal hier gucken. Ist denn... Ja, die Tür ist einschlagbar. Ja, auf der anderen Seite sind Echsen. Das hört man ja. 2, 3. Oh, doch nicht. Aber halt was... Was Böses halt. So, Skorpion 1 und Skorpion 2 und an die Höhle hier kann ich mich irgendwie noch sehr gut erinnern. Und ich weiß auch, was ich als nächstes machen müsste. Das mache ich jetzt noch nicht, weil ich da ja eine Aschebestie höre.
Und wer aufmerksam ist, der könnte jetzt sehen, was ich als nächstes machen muss. So, mehr wird nicht verraten. Ich hoffe mal, ich schaff's hier. Oh, hier sind zwei Aschebestien. Halleluja! Grunz, Grunz, Grunz. Nummer 1. Lalala, lalala. Das Schießen ist des Müllers Lust. Das Schießen ist des Müllers Lust. So. Zweideutig eigentlich. Nein, egal. Kurz mal hier noch was trinken. Gölsch. Ach du Scheiße. Nochmal von vorne. Nochmal von vorne. Nope. Nein. Dietrich ist abgebrochen. Scheiße. Geschafft. Heieiei. Wird auch immer älter. Ach, schon wieder so eine Aschebestie-Verwandlung. Ich will die gar nicht verwenden. Viel zu langweilig als Aschebestie. So, und ich hoffe mal, dass ich den Cut jetzt irgendwie gut setzen konnte. Ansonsten seht ihr immer noch in der gleichen Folge, wie ich mich hier jetzt in einen Nautilus verwandle, durchrolle und wie ein Vollidiot dastehe, weil ich hier so einen wunderschönen Cliffhanger verwendet habe und der mir absolut, nein, überhaupt nichts gebracht hat. Wow. Oh, der hat sogar einen Namen. Mortaris. Ah ja. Ja, der Mortaris. Das war halt schon so ein schräger Vogel und dann haben seine Kumpels ihn halt eingesperrt hier. Weil der so ein schräger Vogel war. Der Hebel. Wie geht das hier auf? Ah! Wie geht das hier auf? Muss ich hier wieder zurück oder was? Ah, nein, ich sehe, was ich machen muss. Ich sehe es. Ja, aber der Mortaris, der hätte auch rauskommen können. Doch, der Mortaris, der wollte einfach nicht raus. Das war dem zu blöd. Warum hätte er denn rausgehen sollen? Seine Kumpels haben ihn ja aus einem guten Grund eingesperrt. Und das ist das Ende der Geschichte. Tschüss, Mortaris. Ja. Büste eines Königs. Irgendwie sind die Rätsel ja doch ziemlich gewöhnlich. Oh, Scheiße. Ja. Ja, scheiße. Ja, das ist ja mal so scheiße. Ach, Gott sei Dank. So. Ist nur nicht zu weit weg, weil sie sonst... Ja. Oh, nein, 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 nein. Drecksviecher. Oh, sehr schön. Ein Teleportstein. Da fehlen jetzt nur noch zwei. Ah, und hier ist der Titanenhelm. Questerfolg plus 5000 Erfahrung. Wie jetzt? Komme ich hier irgendwie wieder raus, oder? Nö, hier muss ich mich raus teleportieren. Wäre auch doof. Okay, an dieser Stelle ein Schnitt. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, in der ich dann endlich den Boss, den Endboss angehe. Erst die Titanrüstung natürlich neu schmiede und dann den Endboss angehe. Bis dahin, auf Wiedersehen. So, und weiter geht's. Ich war schon mal so frei und habe mich hier an die Ostküste teleportiert, um dann gleich Eldrick aufzusuchen. Und wie ihr vielleicht hört, bin ich ein wenig heiser und ein wenig verschnupft. Und das ist mit der Grund, warum
ich mit Venetica nicht direkt einsteigen will, nachdem ich den Endbosskampf hier gemacht habe, also nachdem ich Risen abgeschlossen habe. Da mache ich vielleicht noch eine Risen-Special-Folge, vielleicht noch zwei, je nachdem. Und werde dann vielleicht erst in einer Woche mit Venetica anfangen. Ja. Weil Abi-Stress und heißer und krank und so. Naja, da schreibe ich dann auch noch irgendwie was auf YouTube. So, Eldrick. Ich habe hier Teile einer Rüstung. Kannst du sie reparieren? Solltest du da nicht besser zu einem Schmied gehen? Sie ist magisch. Es ist die Rüstung des Titanenlords. Verstehe. Du hast sie also gefunden. Komm mit. Okay. Ach ja, apropos Schmied. Bevor wir dann zum Titanenlord reingehen nachher, werde ich dann noch den Spielstand logischerweise abspeichern und danach, also ich meine, wenn wir das dann alles hier geschafft haben, dann können wir ja vielleicht noch irgendwie so ein Let's Show mit Waffen machen oder so. Mal gucken. So, da sind wir. An diesem Ort können wir die Rüstung reparieren. Gib mir die Rüstungsteile. Hier sind die Rüstungsteile. Gut, dann lass uns beginnen. Es sind ja eigentlich nur zwei. Stiefel und Brustpanzer. Ja. Es ist vollbracht. Das, was geteilt war, ist vereint. Hier ist die Rüstung. Kryptische Worte. Rüstung des Titanenlords erhalten. Und sie sieht episch aus. Ist mal im Ernst, wir sehen aus wie so eine verdammte Presswurst. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, oh, zu schwer. Oh, und noch einmal. Oh. So. Also der Helm gehört natürlich auch noch dazu. Und der Schild, der epische. Und der Hammer. Hiebwaffenschaden 120 und das hier macht 70. Also keine Frage. Oh, ja. Und wie ihr seht, das Ding bringt ja Axtkampf plus 6, das heißt, bei Axtkampf plus 6 kann man dann mit Konterparaden schon deine Gegner verletzen und natürlich hier die Axt in einer Hand halten. Hm, Bratheringe und ein Knüppel. Nom 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 nom. Ja, ich mach das jetzt doch ein wenig zu früh bis jetzt. Also ich habe jetzt die 91. 92. Ich bin mir nicht sicher. Also auf jeden Fall die nächste Folge schon freigeschaltet, in der ich gefragt habe, ob irgendwas fehlt noch. Und es kam bis jetzt noch keine Antwort, aber ich habe auch keine zwei Stunden gewartet. Ich wollte das jetzt einfach nur mal so zu Ende bringen, weil ich sonst ein bisschen zeitlich in Verzug komme. Also wenn da noch was gefehlt hat, dann kann ich das ja im Nachhinein noch machen, falls ihr da überhaupt noch Lust drauf habt. So, ich hoffe, ich habe das genug gelabert, um eine Folge zusammenzubringen, sodass ich jetzt noch eine separate Folge mit dem Endbosskampf machen kann. Wo ist denn hier, wo ist denn hier, wo ist denn da, da ist denn hier, da, Vulkanfestung. Oder ich mache eine halbstündige Folge, die ich dann Montag rausbringe. Mal gucken, mal gucken.